Guten Abend miteinander, Bujuji Hans-Peter. Heutiges Thema, was man vor Jahresende noch ums Feuerjäcken erledigen muss. Nein, geht nicht um Weihnachtsgeschenk. Das ist sowieso eine Wissenschaft für sich. Aber falls man im Seich ist, kann man das noch gebig mit so Handgeschirr persönlichen Gutschein lösen. So nach dem Motto, wir machen den Konsumterror nicht mit der Feuer, kommt es von Herzen. Und denkst dabei, von Jahren kommt es nicht aus dem Portemonnaie. Ja, so ein Gutschein für einiges Picknick im Gujujune oder ein Abonnement für 10 Jujuken-Massagen. Und wenn es gut läuft, dann liegt ja dann vielleicht noch was anderes drin, oder? Jojojuk zum Thema Tschöppli am Jahresende. Erstens, steuerliche Massnahmen. Die jede Säule nicht vergessen. Das muss der vorher am 21. Dezember auf dem Konto gut geschrieben sein. Sonst machen die Steuerbeamte und Bankangestellte einen auf Stuhl und sagen, wenn ich rechtzeitig zahlen will, muss blüten. Fuli sicher. Dasselbe gilt für den Einkauf fehlender Beitragsjahre in die Pensionskasse. Und nur für die, die sich das leisten. Aber wenn der Negativzins so weitergeht, dann brauchst du bei der Pensionierung der Kohle von der Säule für den Steuerzins von der Pensionskasse zu blechen. Zweitens, gesundheitliche Massnahmen. Für einen Wechsel von der Krankenkasse ist es jetzt zu spät, aber wenn man die Fionchise vom 2015 noch nicht ausgeschöpft hat, muss man jetzt scharf kalkulieren. Lohnt es sich, von eurem Silvester noch keine Ampfader rauszuschießen oder kann man das Gebig auf nächstes Jahr verschieben? Schwieriger ist, wenn ein Weisheitszahnpfad von Südern. Soll man auf Kombination von Bonstan und Jojojotwein setzen und dann am Neujahr gerade in Notfallsäckeln. Joj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